Christine Thürmer gilt als die meistgewanderte Frau auf der ganzen Welt. Über 60.000 Kilometer hat sie bereits zu Fuß in den letzten 15 Jahren und auf 5 Kontinenten zurückgelegt. Was sie dabei antreibt und warum ihrer Meinung nach wirklich jeder und jede wandern kann, erzählt sie mir heute diesmal bei so gesehen Walk am Sonntag. Denn wir sind heute Morgen unterwegs im Volkspark Altona in Hamburg. Du bist die vermutlich meistgewanderte Frau der Welt. Ja, ich nehme das mal stark an. Das kann man gar nicht messen, aber vermutlich ist es so. Ja, ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Wieso hast du angefangen damit? Naja, ich habe einfach angefangen, nicht mehr aufgehört. Und irgendwann war ich bei 60.000 Kilometer und ich kenne keine Frau, die mehr Kilometer hat. Ja, das ist ein bisschen wie bei Forrest Gump, weißt du, wo er fängt einfach an und dann irgendwann bleibt er stehen und alle hinter ihm auch das, so. Das höre ich oft, aber es war tatsächlich so. Ich habe nie geplant, die meistgewanderte Frau der Welt zu werden. Ja, und wie kam das? Also ich bin zum Langstreckenwandern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin eigentlich, nicht eigentlich, also ich bin gänzlich unsportlich. Wenn du dich... Das ist eine sehr schöne Selbstaussage. Ja, wenn du dich vielleicht erinnerst, im Sportunterricht da, in der Schule damals, kennst du diese beschämende Moment, du wahrscheinlich nicht, du siehst sportlich aus, ne? Wenn dann die Teams für die einzelnen Mannschaftssportarten ausgewählt werden. Und du bist als letztes übrig noch. Ja. Genau, ich war immer die Letzte, die ausgewählt wurde. Ja. Also, eigentlich bin ich ja total unsportlich. So, und ich habe dann auch was ganz anderes gemacht vorher. Ich war ja eigentlich eine richtige Karrierefrau. Ich war Managerin in der Unternehmenssanierung. Und dort habe ich mir dann einen Yuppie-Urlaub mal gegönnt, in den USA, und war dort im Yosemite Nationalpark, habe da eine kleine Wanderung gemacht und bin dort zum ersten Mal in meinem Leben auf die US-amerikanischen Langstreckenwanderer gestoßen. Und die haben mich total fasziniert. Weißt du, die sehen so ganz anders aus als die Wanderer hierzulande. Ein bisschen abgeranzt, braun gebrannt, verdreckt, minimalistische Ausrüstung. Und ich bin dann da so hingegangen, habe gefragt, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Und dann sagten die, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Und zum ersten Mal habe ich gehört, es gibt einen Trail, 4.277 Kilometer, der verläuft von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Mhm. Ja, und da war ich total angefixt. Und aber es mussten noch zwei Sachen passieren, bis ich losgewandert bin. Ich war ja erfolgreich. Aber ganz kurz, du hast das nur zur Kenntnis genommen, dass es das gibt, aber du war jetzt nicht, das will ich auch machen schon. Doch, es war total, das finde ich toll. Also die haben so ein Wahnsinnsglück ausgestrahlt, so eine Zufriedenheit. Und ich dachte, aber natürlich, ich war damals Mitte 30, voll auf dem Karrieretrip und kein normaler Mensch, selbst ich nicht, schmeißt einfach so einen gut bezahlten Job hin für so eine Schnapsidee, um von Mexiko nach Kanada zu wandern. So, und da musste das Schicksal oder liebe Gott oder wer auch immer mir erstmal wirklich zwei Riesentritte in den Allerwertesten geben, dass ich auch wirklich loslaufe. So, und der erste Tritt, der kam genau ein halbes Jahr nach dieser schicksalhaften Begegnung. Da wurde ich nämlich, wie im schlechten Film, direkt am letzten Werktag vor Weihnachten gekündigt. Bin in den hohen Bogen aus meinem Job geflogen. Ja, und da war ich frisch gebackene Arbeitslose und habe noch meine Wunden zu Hause geleckt, weil ich hielt mich natürlich für unersetzlich. Ich kenne es ja wie jeder gute Arbeitnehmer. Ja. Und da kam ein viel schlimmerer Schicksalsschlag dazu. Nämlich ein guter Freund von mir, der genau 10 Jahre älter war als ich, auch so ein Junggruppe, der war Architekt, schicke Penthouse-Wohnung, auch schicker Firmenwagen, der hat mit 46 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Mhm. Das hat er zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines 3-Jährigen. Mhm. Er konnte also nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, ja kaum mehr schlucken. Und den habe ich halt dann ganz oft, hatte nicht viel Zeit als frischgebackene Arbeitslose, im Krankenhaus besucht. Und nach einem weiteren Schlaganfall dann auf der Intensivstation. Und irgendwann, da konnte ich halt diese eine Frage nicht mehr verdrängen. Was hätte der wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, welches Schicksal ihn ereilt? Hätte der weiter Karriere gemacht? Hätte der weiter Statussymbole angehäuft? Oder hätte der was ganz Verrücktes gemacht? Der konnte die Frage nicht mehr beantworten, der konnte ja nicht mehr sprechen. Aber ich konnte die Frage für mich noch beantworten. Und ich musste die Frage auch beantworten. Ja, und eines schönen Tages bin ich nach Hause gegangen, habe die Flüge in die USA gebucht. Denn durch sein Schicksal ist mir eines wirklich klar geworden, das mich sein ganzes Leben seitdem begleitet. Die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht Geld. Die wichtigste Ressource, das ist Lebenszeit. Denn anders als Geld kannst du Lebenszeit weder planen noch vermehren. Nix und niemand kann dir garantieren, dass du in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder manche denken ja bei Eintritt des Rentenalters noch dir deine Träume erfüllen kannst. Wenn du was wirklich machen willst, dann musst du es jetzt machen. Und da bin ich im April dort an der mexikanischen Grenze gestartet. Ziel Kanada. Also du wolltest wirklich genau den identischen Weg auch gehen? Genau, ich wollte genau diesen identischen Weg. Die sahen so glücklich aus. Das will ich auch wissen. Und also mir ist dann erst an der Grenze so richtig klar geworden, das sind 4.277 Kilometer.
Das Zeitfenster ist nur 5 Monate. Das heißt, ich musste dann jeden Tag, wirklich jeden Tag 33 Kilometer laufen. Die Abbruchquote auf diesem Trailbiss ist 80%. Also gerade nur jeder Fünfte kommt an. Und ich bin ja nun nicht gerade die Sportlichste. Also ich bin da losgelaufen und mir war wirklich schon nach 2 Wochen auf dem Trail klar, das ist es jetzt. Also ich will, das ist genau mein Lebensgefühl, ich will das öfter machen. Und ich bin dann tatsächlich als untrainierte Couch-Potato nach 5 Monaten, weniger einem Tag, auch an der kanadischen Grenze angelangt. Wahnsinn. Und was gibt dir das denn? Was ist es, was dich daran glücklich macht? Also über dieses Thema könnte man jetzt eigentlich wirklich 2 Stunden reden. Aber ich versuche es mal auf den Hauptfaktor runterzubrechen. Und das ist die Senkung der Glücksschwelle. Also was meine ich damit? Normalerweise, wenn du jetzt mit 18, 19 fängst an zu studieren, da lebst du noch auf einer Matratze, isst Ravioli aus der Dose und je älter du wirst, desto mehr Geld verdienst du und desto mehr steigen deine Ansprüche. Deine Glücksschwelle steigt immer mehr an. Es braucht immer mehr, damit du dich wirklich toll fühlst, alles super. Ja, und beim Wandern passiert genau das Gegenteil. Ich reduziere mich ja unterwegs auf das absolute Minimum. Also ich meine, alles, was hier drin ist, wiegt gerade mal 5 Kilogramm. Ja, und wenn du dann irgendwas hast, was über dieses Überlebensnotwendige hinausgeht, das wird dann plötzlich der totale Luxus. Also ich nehme mal an, als du heute Morgen aufgestanden bist, da warst du in einem weichen Bett gelegen und hast heute Morgen eine warme Dusche nehmen können. So, wenn ich unterwegs bin, dann liege ich eine Woche lang auf einer so dünnen Isomatte und waschen ist, wenn überhaupt, nur an dem Bach oder vielleicht irgend so einem Tümpel. Und dann wird plötzlich dieses eine Mal, wenn ich ins Hotel komme und warme Dusche, ich könnte da schreien vor Glück. Da hast du noch ein duftendes Duschgel, du siehst den Dreck im Abfluss verschwinden. Das ist so toll, da kann ich Stunden von erzählen, mich Stunden drüber freuen. Und plötzlich werden so kleine Sachen eben, du nimmst sie wieder ganz anders wahr und jedes kleine bisschen macht dich glücklich. Ich war selber 13 Jahre bei den Pfadfindern, ne? Also ich weiß, wie unfassbar gut Wasser schmecken kann oder wie sich eine Dusche anfühlt, wenn der Dreck so in den Siphon reingeht oder sowas. Du hast selber gesagt oder geschrieben, du bist die ganze Zeit auf dem Boden eigentlich, ne? Also dein ganzes Leben spielt sich eigentlich auf dem Boden ab. Was heißt das? Also ich werde ja mal gefragt, oh, ist das nicht schlimm, der Muskelkater oder schlechte Wetter? Und an alles gewöhnt man sich, bloß an eines gewöhnt man sich nicht, und das ist das Leben im Dreck. Weil eben wie schon alles auf dem Erdboden stattfindet, das heißt, irgendwann bist du regelrecht paniert mit so einer Schmutzschicht aus Sonnenschutzcreme, Dreck, Schweiß und Staub. Und wenn halt keine Wasserquelle da ist, dann muss ich teilweise den Dreck wirklich abrubbeln. Das ist wie so ganz Körperpeeling, wenn man auch so ein bisschen sauber. Und das ist halt schwierig, weil alles stinkt, die Haut juckt, weil ihr so gestresst ist. Das ist schwierig und da gewöhnt man sich auch nach so vielen Jahren nicht dran. Das ist wirklich, ja, so ein bisschen fast so Deal, also kann zum Dealbreaker werden, ja. Aber es geht jetzt mir manchmal auf die Nerven. Woran denkst du denn, wenn du so unterwegs bist? Was, wenn du loswanderst, woran denkst du die meiste Zeit? Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich muss es zugeben, 90% der Gedanken eines Langstreckenwanders, also nicht nur meine, sondern auch alle anderen Leute, drehen sich um ein einziges Thema, nämlich ums Essen. Ja, natürlich. Also was esse ich zuerst, welche Schokoriegel, welches ja. Hüttengericht? Ja, aber die andere Zeit, da höre ich zum Beispiel ganz viele Podcasts und Hörbücher. Mhm. Und das ist auch das Tolle, also warum mache ich das mit dem Langstreckenwandern? Und zwar, ich genieße diese Freiheit, die Gedanken hemmungslos und frei schweifen zu lassen. Also ich kann wirklich über das nachdenken, zu was ich Lust habe nachzudenken. Also ich habe zum Beispiel mal auf so einer Wanderung das Nibelungenlied in Mittelhochdeutsch mit neuhochdeutscher Übersetzung 12 Stunden lang durchgehört und war total begeistert. Das würde kein normaler Mensch ja. im Alltag machen, weil du hast keine Zeit dafür und du hast auch keine mentale Kapazität. Aber da habe ich die eben und das ist total toll. Also wirklich nicht an die Betreuungspläne für die Kinder oder Hypothek auf dem Haus, was man halt so an Alltagssorgen hat, sondern zu was habe ich Lust nachzudenken. Du sagst selber, dass du durch das Wandern und auch durch diese Zeit, die du eben hast, deinen Glauben ganz anders entdeckt hast. Was heißt das? Ja, das war wirklich eine ganz unerwartete Wendung. Also ich komme nun aus Franken oder Bayern. Ich bin auf eine Klosterschule gegangen und habe mich dann so ein bisschen aus Protest richtig zum Atheisten entwickelt. Das war doch so richtig so mit vorm Unterricht aufstehen und beten. Und also ich fand das alles ganz furchtbar. Bin auch sehr viel aus der Kirche ausgetreten und bin dann beim Wandern habe ich mich dann wirklich jede Nacht ertappt, dass ich mich auf meiner Isomatte ausgestreckt habe und richtig sagte, boah, was für ein geiles Leben, danke, danke, danke. Und je öfter ich über dieses Danke, Danke richtig, manchmal richtig hätte schreien können vor Glück, ist mir klar geworden, ja, Dankbarkeit setzt ja voraus, dass man sich bei jemand bedankt. Und so bin ich dann wieder zu Gott gekommen, wo ich dann gedacht habe, ja, also da hat jemand wirklich gut mit mir gemeint und hat mir einfach so viele tolle Sachen geschenkt.
Und habe dann eben gemerkt, als ich wieder angefangen habe, in Gottesdienste zu gehen, in die Kirche zu gehen, dass das ein sehr ungewöhnlicher Zugang zu Glauben ist. Also ich bin lauter vor überquellendem Glück zum Glauben gefunden. Die meisten Menschen kommen ja eher durch Schicksalsschläge oder um Halt zu finden in einer schwierigen Situation zum Glauben. Und bei mir war es der ganz andere Zugang, also wirklich aus purem Glück. Und das ist eigentlich total schön, das ist auch ein totales Geschenk. Pilgerst du oder wanderst du? Ich persönlich wandere. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was Pilgern anbelangt. Ja. Also es hat mehrere Gründe. Also erstmal muss man verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pilgern und Wandern, und damit wird dann auch klar, warum ich eigentlich wandere und nicht pilgere. Und da versetzen wir uns jetzt mal zurück ins Mittelalter, in die Entstehungszeit der Pilgerwege. So ein mittelalterlicher Pilger, der hatte ja weder GPS-Geräte noch Gore-Tex. Das heißt, der hatte vor allen Dingen drei Interessen. Der wollte möglichst einfach, möglichst schnell und vor allen Dingen sicher ans Ziel kommen. Schöne Landschaft war dem, gelinde gesagt, scheißegal. So, aber da, wo du auch heute noch geografisch gesehen einfach, schnell und sicher ans Ziel kommst, da gibt es Eisenbahnlinien, Autobahnen und Industrie vor Ort durch Großstädte. Das heißt, zwangsweise bist du auf Pilgerwegen sehr, sehr zivilisationsnah unterwegs und das Naturerlebnis steht hinten dran. So, und das finde ich jetzt persönlich ziemlich abschreckend. Für gerade Pilgeranfänger ist es aber natürlich toll, wenn die an jeder Ecke so eine Tapasbar und eine Herberge haben. Das heißt, dazu kommt noch, dass die Pilgerwege gerade in Spanien total boomen und damit einher geht zwangsweise eine totale Kommerzialisierung, was eigentlich dem Pilgergedanken diametral entgegensteht. Und deswegen bin ich, was so populäre Caminos anbelangt, ausgesprochen skeptisch. Weil ich finde, das ist eher eine kommerzielle Wanderautobahn als ein spirituelles Naturerlebnis. Kriegst du jetzt gleich einen Shitstorm, wenn du das sagst? Und alle deine Instagram-Follower schreiben dir, sie hasst Pilgern. Wahrscheinlich, also ich habe das oft anhören müssen. Aber jetzt muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin auch sehr oft auf Pilgerwegen unterwegs. Also ich mag Pilgern wirklich eigentlich sehr gerne, wenn man wieder so im ursprünglichen Sinne pilgern kann. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland, das wissen die wenigsten, alle fahren nach Spanien, es gibt einen wunderbaren kleinen Pilgerweg, kann man super schnupperpilgern, Berlin-Bad Wilsnack, ist 140 Kilometer lang, kann man in Berlin lospilgern. Und Wilsnack, das war im Mittelalter genauso ein bekanntes Pilgerzentrum wie in Santiago de Compostela in Spanien. Und da ist man eben, wenn man da in den Pfarrsälen nach dem Schlüssel fragt, um dort zu übernachten, das sind dann die Pilgerherbergen, oder nach dem Kirchenschlüssel, um die mal zu besichtigen, da ist man vielleicht der zweite Pilger im Monat, der da vorbeikommt. Und da hat man dann wirklich noch Gespräche mit den Leuten, die freuen sich. Immer wenn ich nach den Kirchenschlüsseln gefragt habe, habe ich Plätzchen geschenkt bekommen und möchten sie nicht einen Kaffee und leider eine Dorfchronik. Und da geht mir wirklich das Herz auf, weil das ist Pilgern im ursprünglichen Sinne. Also nur, um es der Ordnung zu sagen, du hast nicht Pilgerinnen und Pilger, sondern überhaupt nur das Kommerzialisierte daran. Genau. Du bist, du hast, also übrigens 140 Kilometer Berlin-Bad Wilsnack, dafür würdest du vermutlich nicht mal aufstehen. Ne? Aber du bist monatelang unterwegs und alles, was du brauchst, darf maximal 5 Kilo wiegen und in diesen kleinen Rucksack da passen. Genau. Wie geht das? Naja, also das unterwegs ist ja der große Luxus nicht das, was du dabei hast, sondern der große Luxus ist das, was du nicht tragen musst. Wenn man sich das verinnerlicht, dann weißt du, beim Packen hast du eigentlich nur eine Frage im Kopf, nämlich gibt es ohne diesen Gegenstand ein überlebensnotwendiges, lösungswichtiges Problem? Also die Antwort nein. Dann bleibt der Gegenstand zu Hause. Das heißt, ich wandere zum Beispiel ohne Unterhose, zumindest im Sommer. Und das heißt, ich trenne mir auch die Etiketten aus der Kleidung aus Gewichtsgründen und säge mir den Stiel der Zahnbürste. Wirklich? Du also sitzt mit der Nagelschere da und schneidest es raus? Genau. Wahnsinn. Weil die Gramm läppern sich, ne? Ja. Und wenn du jetzt unterwegs bist, ist auch logisch. Also stell dir vor, du bist jetzt irgendwie der Pampa, weit und breit kein Supermarkt. Was hättest du lieber dabei, deinen Zahnbürstenstiel oder deinen Schokoriegel? Zahnbürstenstiel. Dein Zahnarzt würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Aber das musst du wirklich konsequent angehen. Ja. Und so kommt man halt auf diese 5 Kilogramm. Dieses ganze Unterwegs, ne? Also du schneidest Etiketten raus, du sägst deine Zahnbürste ab. Reisen, also ultraleicht wandern, ist ja total aufwendig. Ne? Du planst das alles wirklich im Vorfeld. Also du hast ja gesagt, du warst früher in einem Unternehmen, Unternehmenssanierung. Also eigentlich planst du ja deine Reisen so ähnlich, also so makellos vorbereitet. Das ist ein Riesenaufwand. Wieso sagst du trotzdem, eigentlich kann jeder wandern? Also ich empfinde das gar nicht als großen Aufwand. Und warum betreibe ich diesen Aufwand? Das Tolle unterwegs ist ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist, dass man die Gedanken frei schweifen lassen kann. Wenn ich jetzt aber bei jedem Schritt denken muss, oh, wo gibt es das nächste Wasserquelle, wo ist der nächste Supermarkt, dann kann ich nicht mehr Gedanken frei schweifen lassen. Das heißt deswegen diese akribische Planung vorneweg, die hilft mir dann unterwegs wirklich, sorgenfrei unterwegs zu sein.
Das kann man natürlich auch ein bisschen ungeplanter machen, aber dann hast du halt nicht diesen Aha-Effekt. Mhm. Aber warum kann das jeder? Ich glaube, dass gerade in der Outdoor-Industrie so eine Hemmschwelle aufgebaut wird. Da wird ja weiß gemacht, dass du also wahnsinnig tolle Ausrüstung brauchst und super spezielle Trekkingnahrung und du musst unbedingt fit sein. Und das heißt, da werden künstliche Hemmschwellen aufgebaut. Das braucht man alles nicht. Also ich wandere zum Beispiel statt in der 500 Euro atmungsaktiven Membran sonst wie schieß mich tot Regenjacke, wandere ich in der Regenjacke für 7,99 aus dem Discounter und statt in der Regenhose habe ich einen Müllsack dabei. Und das mache ich seit 60.000 Kilometern. Also ich verstehe total, dass du sagst, Grundvoraussetzung darf nicht sein, ihr müsst euch für 12.000 Euro bei irgendeinem namhaften großen Hersteller alles Equipment besorgen. Trotzdem glaube ich, dass es eben nicht einfach ist, für alle loszuwandern. Nicht jeder hat die finanzielle Grundlage zu sagen, ich fahre jetzt mal für 4000 Kilometer, gehe ich jetzt mal wandern. Oder nicht jeder hat die familiäre Konstellation zu sagen, ja, du hast dich entschieden, du bist nicht verheiratet und du hast keine Kinder. Das heißt, du hast erstmal niemanden, den du versorgen musst an dieser Stelle. Deswegen ist es, glaube ich, also wundervoll zu sagen, jeder kann loswandern, macht euch mal frei von dieser Hürde im Kopf. Aber muss ich widersprechen. Los geht's. Also es gibt natürlich tatsächlich Ausnahmen wie die alleinerziehende Mutter von 5 Kindern, die als Verkäuferin in einer Supermarktkasse sitzt. Das ist wirklich eine Ausnahme. Aber die meisten Menschen schieben diese Gründe, Geld oder Familie eigentlich nur vor. Aber die alleinerziehende Mutter, die 5 Kinder hat und in einer Supermarktkasse sitzt, ist ja gar keine Ausnahme leider in Deutschland. Das ist ja ganz häufig auch so. Die meisten Leute, die mir immer sagen, ja, ich würde ja gerne, sind eben nicht alleinerziehend von. Das wie ich jetzt zum Beispiel. Ich hätte dir das vorhin auch gesagt, ich würde so gerne mal wieder los. Und dann hast du gesagt, es gibt keinen Grund, nicht loszugehen. Genau. Ja. Weil man braucht also unterwegs an Kohle nicht wirklich viel. Und gerade in Westeuropa kann man sich das in den meisten Fällen auch tatsächlich irgendwie zusammensparen. Du musst ja auch nicht gleich 5 Monate, du kannst ja auch erst mal einen Monat gehen. So, und Kinder sind auch keine Ausrede. Zum Beispiel diesen Mexiko-Kanada-Trail, 3.500 Kilometer, den ist sogar eine 5-köpfige Familie gegangen, Mama, Papa und 5 Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren. Mhm. Da wurde der Kleine halt getragen. Der jüngste Wanderer auf diesem Trail, der war 18 Monate. Und der Jüngste, der den zu Fuß gegangen ist, war 7 Jahre alt. Also 3.500 Kilometer. Das geht alles, wenn man wirklich will. Also ich sage immer so, ihr müsst ja nicht wandern gehen, aber sagt nicht, es geht nicht. Ihr wollt das in der Regel einfach nicht stark genug. Ist ja auch okay, aber zu sagen, es geht nicht, das ist in 90% der Fälle, also nicht 100, aber in 90% der Fälle ist es eigentlich vorgeschoben. Okay. Du warst über 60.000 Kilometer unterwegs, 5 Kontinente, 15 Jahre machst du das schon? Ja. Also hast eigentlich jede Herausforderung schon gehabt. Gibt es eine Herausforderung, unabhängig vom Wandern, die jetzt noch ansteht? Ja, und zwar egal, also ich suche ja immer neue Challenges. Also ich habe ja zum Beispiel auch angefangen, Bücher zu schreiben, habe hier Bestseller geschrieben, ich mache Vorträge oder Shows, mittlerweile fülle ich große Säle mit 1000 Leuten. Und durch diesen Freund damals, der mich auch zum Wandern gebracht hat, durch seinen schweren Schlaganfall, den habe ich dann ja immer im Hospiz und im Krankenhaus besucht, habe ich tatsächlich noch einen großen Plan. Ich möchte mich ausbilden lassen zur Sterbebegleiterin. Ich habe den damals sehr häufig, also quasi jeden zweiten Tag im Hospiz besucht. Und rückblickend glaube ich, dass diese Besuche wahrscheinlich mir mehr gebracht haben als ihm. Ich weiß nicht, wie viel er noch mitbekommen hat damals. Aber für mich diese Konfrontation mit Tod, mit Sterblichkeit, mit Endlichkeit, das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, viele Freunde von ihm haben das gescheut. Also die haben sich nicht ins Hospiz oder ins Krankenhaus getraut. Und ich habe dadurch sehr viel gelernt, auch wenn es eine harte Erfahrung war. Und damals habe ich mir schon vorgenommen, ich möchte wirklich weil Sterben ist ja letztendlich metaphorisch gesehen nichts anderes als die letzte große Reise. Und ich bin der große Planer und Vorbereiter und da möchte ich halt auch gut vorbereitet sein. Und das ist noch so ein Ziel, was ich vor Augen habe. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen hier zu Gast warst, dass du erzählt hast, wie schön es ist, unterwegs zu sein. Ich befürchte, ich muss meine eigenen Ausreden noch mal neu evaluieren, denn ich habe leider total Bock, wieder wandern zu gehen. Großartig. Also danke, dass du da warst und Ihnen allen vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Seien Sie nächstes Mal auch dabei bei So gesehen Talk am Sonntag. Heute war es natürlich der Walk am Sonntag. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss. Mhm.